Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Days Gone. Ja, wir hatten ja das letzte Mal uns hier ausgelockt, Tageslicht ist, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was war. Ja, zum einen, weil die Zeit um war, das auf jeden Fall, und zum anderen, an einem Sonntagmorgen so früh Videos aufzunehmen, ist nichts für meinen Kopf. Hab ich denn das Moped gelassen? Ernsthaft? Ach da. Voll. Das ist voll. Das ist voll gut. Wir wollten, glaube ich, auch die infizierten Gebiete weiter säubern. Das heißt, das wäre ja dann genau da noch. Gut. So, sitz auf. Und weiter geht's. Ja, wir sind nur an einem anderen falschen Gebiet. Ah, stimmt ja. Ich muss das infizierte Gebiet noch ausweichern. Okay. Uah. Das ist natürlich. Oh, Galle. Hab dich. Da. Ich schätze, ich komme später wieder und weiche halt an die anderen Nester. Nee, wir kommen nicht später wieder. Wir gucken gerade nur, wie wir da runterkommen. Okay, ich glaube, wir machen das hier zu Fuß. Nee. Gut, wir müssen da irgendwie rüber. Ich hoffe jetzt einfach mal, das geht jetzt hier. Funktioniert, ja. Wow. So semi-gut, aber es hat ein bisschen funktioniert. Kann das sein, dass da auch so ein Ding ist? Nee, kann nicht. Aber... Ach, hier war schon ein Nest. Das war schon das, was wir irgendwie... Haben wir hier schon geräuchert gehabt? Keine Ahnung. Vielleicht unwissentlich in einen der vorigen Folgen. Ich habe da echt gerade keine Ahnung mehr. Aber ist doch die letzte Folge noch gar nicht so lange her. Wir brauchen auf jeden Fall Sprit. Vielleicht waren wir deshalb im Nero-Lager. Ah, da ist das nächste im Übrigen. So, warten Sie. Ihnen wird geholfen. Hier geblieben. So, dann nehmen wir mit der... Wir müssen neue herstellen. Molotow-Cocktail. Sächen. Und weiter geht's. Sorry. Okay, das war dann das dritte. Da hätten wir beim letzten Mal eigentlich dann noch schnell weitermachen können. Aha. Das war das letzte Nest. Jetzt bin ich sicher, was auch hier durchzufahren. Na, Kopfschmerzen. Oh. Ja, hervorragend. Ja, ich sage, diese Axt ist irgendwie ziemlich gut und merkwürdig. Und die verlieren damit ziemlich schnell ihren Kopf. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Was wollte ich denn jetzt noch? Ach ja, Spritkanister brauchen wir bei Gelegenheit. Ansonsten...
Und da oben ist noch ein Hinterhalt-Camp. Dann gehen wir das doch auch direkt mal besuchen halt. So, lass mal schauen. Nee, nicht schnell speichern. Quatsch, nicht schnell speichern. Wollte nachladen. Wohl gut, wir haben gerade nur Pisten. Da ist irgendein Bike. Kommt der hier in die Richtung? Ne, der fährt da oben lang. Gut, dann lassen wir ihn mal in Ruhe und fahren jetzt das Hinterhalt-Camp gucken. Da ist übrigens noch ein Polizeimotor. Ach, Motorrad, Auto. So. Okay, vielleicht sollten wir da. Ich sehe es schon. Sniper. Dann gehen wir doch mal einfach. So. Ah, fuck. Warum hat das Ding keinen Schalldämpfer mehr? Scheiße. Ja. Es ist natürlich jetzt super. Das Ding hat keinen Schalldämpfer mehr. Da sind keine Männer. Ich muss das Camp säubern. Alles Mörder und Diebe. Ich darf keinen von ihnen entkommen lassen. Meine Güte. So. Ja, das war's mit dem langsam Anpirschen. Eigentlich hatte ich mir das anders vorgestellt. Dann gehen wir jetzt halt. Aua! So. Dann müssen wir es jetzt leider so machen. Wer läuft denn weg? Oh, ey, Scheiße. Au, 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 au. Echt? Hier brennt's nicht. Verschissenen Drecksmörder. Hier lauert gern Mist. Leuten auf, was? Ja. Da unten. Ich muss mal kurz heilen. Alter. Wie viel haben wir denn noch? Noch 6. Was gibt's hier eigentlich, ja? Auch egal, nicht genug. Aua. Wo ist der? Da unten. Bin doch schon da. Noch 2. Okay. Einer noch. So. Ja, ich weiß, dass Schussgeräusche und so. Ich glaube, das war's. Die Straßen werden böse Leute an sicher, oder nicht böse Leute, aber Zombies anlocken können. Okay. Wo habt ihr euren Bunker versteckt? Ich weiß doch, dass ihr einen habt. Oh Gott. Ja. So, das sind anscheinend, weiß ich nicht. Also es sind keine. Okay. Hier ist anscheinend so kalt, dass man direkt gefriert, wenn man tot ist, oder keine Ahnung. So schnell herstellen. Mal. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Oder die verlieren hier einfach nur ihre Farbe. Ich habe keine Ahnung gerade. Es ist merkwürdig, dass die doch so schnell gefroren sind anscheinend.
Dann ist es anscheinend doch hier so kalt. Da geht's weiter. Hier müsste, sollte, keine Ahnung, da der wahrscheinlich. Nö. Jodele, das hätten wir schon mal. Ist auf jeden Fall schon mal ein wenig Nachschub. Hier ist Munition, sehr schön. Da ist. Ich brauche Schrott. Schrott, hervorragend. Warte mal, könnten wir ja jetzt? Nein, das Ding wollte ich hier schnell reparieren. So, sehr gut. Ja, doch schon relativ gut gebaut hier, würde ich mal so behaupten. Da ist nicht. Hier haben wir nochmal Kerosin. Hier müsste eigentlich, sollte irgendwer liegen. Wahrscheinlich die Dame hier. So. Oder der Herr, keine Ahnung. So, dann gucken wir hier die drei nochmal. Einmal, zweimal, dreimal. Ach, da ist sogar noch eine viermal. Das haut natürlich super gut hin. So, was wollte ich jetzt? Quatsch. Müssten wir hier deren Bunker suchen? Hier soll es also irgendwo einen Bunker geben. Das Ding ist voll. Pistole ist voll. Scharfschützengewehr war natürlich nicht voll. Hervorragend. Nee, da waren wir schon. Ja. Das heißt, es gibt hier irgendwo so einen Hinterhaltbunker. Ich habe den nur noch nicht gefunden. Mal. Ah, hier ist er auch nicht anscheinend. Soll denn der sein? Da ist ne, da liegt nur eine Axt, die wollten wir. Ja. Gut, hier ist auch nichts. Aber wir können hier gerade mal ein paar Blümchen pflücken. Ja. So, dann können wir, aber fällt mir gerade auf, wir brauchen unbedingt hier mal einen Verband. Stellen noch einen her, Lavendel. Weiß nicht, ob dieses Feuer-Symbol, ne, eigentlich irgendwie nicht. Okay, ich weiß gerade nicht, wo. Ja. Ja, keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hatte. Aber guck mal, hier oben sehe ich gerade, es sind noch Nägel und ein Zünder oder was das ist. Ja, elektrischer Zünder, sehr schön. Keine Ahnung, haben die den Bunker irgendwo hier? Also hier wird kein Bunker drin sein. Den Bunker hier irgendwo. Ah! Wusste ich doch. Okay. Ja, da hätte ich vielleicht noch lange suchen können und hätte nicht gefunden, wenn wir da hinten weiter gesucht hätten. Aber wer lange sucht und so, ne, der findet. Ich höre aber anscheinend schon wieder irgendwo ein Motorrad. Oder? Nee. War anscheinend die Belüftung vom Bunker. Gucken, was wir hier jetzt so. Hier drin finden wir gar nichts. Hier ist. Gut. Was haben wir denn hier? Eine Kappe. So. Hinterhaltchen. Wizard Island. 100 Vertrauen.
Was haben wir denn hier? Wie baue ich ein? Okay. Was? Wie baue ich was? Keine Ahnung. Das hat er mir jetzt anscheinend nicht angezeigt. Aber er hat hier noch ein paar. Übrigens wollten wir erstmal dahin. Hinweistafel, sondern ein guter Soldat. Und dann wollten wir zurück. Jetzt erstmal. Ja. Munition auffüllen, jawohl, ja. Toll. Aber die hier hat man. Ja, Quatsch, die haben wir ja ausgerüstet. Will man auch mal kaufen. Sehr schön. Gut, dann. Es ist gerade merkwürdig, dass es immer wieder so dunkel wird, aber okay. Machen wir uns mal auf den Weg. Das hier war früher mal eine Bahnschiene. Da steht jetzt auf jeden Fall. Ach nee, das ist auf jeden Fall. Hallo? Ich will. Warum? Ah, Rehpilz, okay. Ich würde aber gerne jetzt einfach mal hier rüber. Okay, er lässt mich nicht. Warum auch immer, dann gehen wir halt hier durch. Mir so auffällt. Eigentlich, oh. Ja, ist klar, okay. Aber eigentlich suche ich gerade. Habe ich aber gerade auch gar keinen gesehen gehabt, ne? Eigentlich suchen wir einen Benzinkanister für. Haben wir denn die haben auch noch nicht gesucht? Noch einen Benzinkanister, um das Moped zu tanken. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich hier die ganze Zeit keinen gesehen. Ja gut, dann müssen wir jetzt hoffen, dass wir unterwegs noch irgendwo eine Tanke finden oder sowas. Geisendreck. Gut, ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Tanke ist auf dem Weg definitiv nicht eingezeichnet. Vielleicht finden wir ja, was immer funktioniert hat, einen Abschleppwagen. Wäre, glaube ich, jetzt unsere einzige Rettung. Hui, Wolf. Verdammter Bastard! Das ist doch Kacke hier. Hallo, X heilen steht da. Aha, hab ich gemacht. Ey, pass mal auf hier, ne? So nicht. Jetzt wirst du ja von den Viechern sogar schon. Auf dem Motorrad niedergemetzelt. So. Der war doch eben irgendwo. Fragezeichen. Sollten wir da vielleicht mal zu Fuß hinlaufen und nicht immer mit dem Moped hinfahren? Vielleicht haben wir ja Glück. Aber ich sehe da auch großartig nichts. Aber ganz schnell. Ah.
ist ein Puma, aber deshalb wird doch da kein Fragezeichen gewesen sein, oder? Oder doch? Hack die Wand an, Alter. So. Sorry. Eigentlich tut mir das viel leid. Wollte auch nur leben. Aber gerade irgendwie... Super, wir haben eigentlich jetzt... Ich finde hier nichts, warum sonst hier ein Fragezeichen da oben ist es anscheinend. Oh, das ist wieder neues, keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, ob es so toll ist, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit Sprit verheizen. Naja, super, das ist so eine Quickerin. Leck mich doch, steig doch ab hier, steig ab. Oder fahr. Oder mach sonst was. So. So, sehr schön. Besser so, als die hätte hier 1000 Leute alarmiert. Vielleicht haben wir jetzt Glück, hier Sprit zu finden. Nein, da ist natürlich nichts drauf. Hier ist auch nichts hinter. Auf. Gut, keine Ahnung. Was ist denn hier? Ein Mikrorekorder. Mal sehen. Feldnotiz 1680. Meldung von Agent Sinclair. Fuck. Ihr wisst schon von wem. Ich bin bei Leichendeponie 17 Alpha. Wir sind gerade dabei, die Deponie zu schließen. Die Transporte über den Highway 97 wurden alle gestrichen. Scheiße. Wir werden angegriffen. Eine Armeepatrouille. Wir dachten, es wäre die Nationalgarde. Aber sie sind nicht... Das war nicht irgendeine lahme Miliz. Die haben versucht, unsere Ausrüstung und Männer zu kapern. Und dann brach die Hölle los. Es wurden Schüsse abgegeben. Ich wiederhole, hier wird noch geschossen. Wir ziehen uns zurück. Wir ziehen... Okay. Die Miliz hat anscheinend hier die Dinger überfallen, oder was? Okay, wofür auch immer. Muss ich mal kurz die Karte öffnen. Wenn wir da oben lang fahren, das ist... Ne, wir fahren wieder. Ne, ich glaube, unten ist sicherer. Also, auch für den Fall, dass wir gleich keinen Sprit mehr haben, denke ich mal, dürfte es hier unten sicherer sein, welchen zu finden. Weil wenn wir nämlich die Arschkarte gezogen haben, dürfen wir gleich ganz weit laufen oder so. Gucken, wir könnten natürlich auch hier links liegen, dann gehen wir zum Camp zurück. Ich glaube, das machen wir jetzt leider erstmal, weil ich finde, soweit gerade kein Spritkanister. Warte, wir gehen erst ins Camp, das bringt uns alles nicht weiter. Wir brauchen Sprit. Ui. Ah, shit. Moment. Er gehört zu uns, er darf rein. Natürlich darf ich rein. So, Reißt euch zusammen. Ja, Sir. Jawohl. Da ist der Mechaniker, dann können wir nämlich jetzt hier... Corporal St. John. Jawohl, ja. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Lucas Monroe. Aha. Ja, ich bin gerade erst angekommen, Deacon St. John. Tja, sieh dich ruhig um. Ich habe alle möglichen Motorradteile, wenn du Punkte hast.
Okay. Ja, danke. Er weiß meinen Namen und erzählt mir dann, er hat mich noch nie gesehen. Kann man natürlich auch so machen. Oh, da ist doch Halloa. So. Aha. Verstehe ich gerade nicht. Oh, schön. Gute Wahl, muss ich sagen. Weiß ich. Hab immer gute Wähle. 4000 erforderlich, okay. Da hätte ich vielleicht mal drauf achten sollen. 3000, ey, sag mal, die haben ja hier Preise. Das ist unter aller Sau. Alter, kostet das hier. Ah, guck mal, 250, dann nehmen wir das wenigstens. Das ist echt gut. So. Für den Rest brauchen wir aber gerade ganz, ganz viel Kohle. So, aber eigentlich... Ich rede jetzt einfach mal mit Corey. Keine Ahnung, was er von will. Pass auf dich auf, okay? Ja, ja, mach ich. Wo ist denn Corey? Corey müsste irgendwo... Ehrlich. Corporal. Ach, da ist er doch. Ich brauche Ihre einzigartigen Fähigkeiten. Na klar, ja, Sir. Erinnern Sie sich an was, Gess? Der Fahnenflüchtige, ja, wir verfolgten ihn zu diesem Holzfällerlager. Ich erinnere mich. Tja, dieser Mann, Sergeant Lee Anderson, war sein Partner. Er sollte verhaftet werden, tötete aber eine Wache und floh. Mhm. Toller Ehrenkodex bei Ihren Männern. Unseren Männern. Sie gehören jetzt zu uns. Ach ja. Wissen Sie noch, ich habe seinen letzten Standort auf Ihrer Karte markiert. Und wie Vasquez ist er nicht allein. Großartig. Okay. Super. Ja, wir fahren aber jetzt erstmal dahin. Und danach holen wir das andere. So, los, dann. Los! Beweg deinen Arsch! Glaubst du kannst den Freaks davonlaufen? Nein, verdammt! Los, steig dich an! Was? Hallo, ich hatte doch eben vollgetankt. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken hier. Corporal, womit kann ich dienen? Mit mehr Sprit. Mann, ist das eine Sauerei hier. Ja, genau, das will ich gerade haben. Das gute alte Hochoktanige. Kommt sofort. Mann, 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 das ist wahr jetzt aber. Hatte doch gerade erst getankt. Machen Sie mir mal die Tür auf, vielen Dank. So. Dann hauen wir uns jetzt mal da hoch. Zombies. Ne, da runter. Wow. So, dele. So, dele, so, dele. Wow. Okay, wir sind jetzt gleich da. Ich bin bei der Mine. Gut, gut. Okay, Mann. Sieh dich da mal um. Im Bericht stand was von Erz-Testkits. So eines wirst du brauchen. Okay. Ein Erz-Testkit. Verstanden. Zinnober ist rötlich, funkelt aber nicht. Es hat einen matten Glanz. Schwer zu übersehen. Teste das Erz. Der Reinheitsgrad muss mindestens 60% betragen. Verstanden. Okay. Das aber dann erst in der nächsten Folge. Wo zum Teufel soll ich hier ein Erz-Testkit finden? Vielleicht in einer der Hütten. Und bis dahin bleibt gesund. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sagt ciao. Der Falli.